Wäre es trotzdem. So ein Umzugskarton voll einfach. Was ist da drin? Nein! Ja, ich wollte jetzt mal noch so gut verschließbare Gläser holen, wo ich einfach was abfüllen kann. Mhm. Weil es ist auch so ein bisschen unpraktisch mit so einer riesen Tüte. Ja. Ja, vor allem verliert er ja irgendwann dann Aroma, wenn du ihn nicht vernünftig versiegelt, ja. Wahrscheinlich. Ist jetzt schon Sonntag eigentlich? Ja. In diesem Moment wart es Sonntag. Oh. Ich habe nochmal wieder ein paar Geodeln reingeschmissen. Ah gut, ich habe schon welche im Inventar. Ich gehe gleich. Ja, hier dieses neue Spiel, da haben wir auch, glaube ich, schon in jedem Part drüber geredet, was aussieht wie Stardew Valley. Gibt's da schon ein Release-Date zu? Du meinst jetzt dieses Hexenspiel? Ja, genau. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie hieß das denn schon wieder? Ich weiß es nicht. Irgendwie... Lass mich kurz die Macht von Google nutzen. Harry Potter Stardew Valley. Ja, nee, Schackelfisch ist das ja, glaube ich. Schackelfisch. Witchbrook heißt das. Witchbrook Release. Release Date. Is expected to release in 2022. Okay. Da brauche ich mich also nicht allzu schnell drauf holen. Also noch 2 Jahre. Okay. Was ist das denn hier? Scroll ich hier runter bei dem Artikel, kommt hier irgendwie so ein Nacktbild von, so eine Ausnahme von Josh Gyllenhaal oder wie heißt er? Jake Gyllenhaal, ja genau. Und wie heißt die andere Tante noch? Keine Ahnung, aus irgendeinem Film auf jeden Fall. Ja, er ist ja, okay, ja. Aber was ist mit der Tante? Wie heißt sie denn schon wieder? Anne Hathaway? Ach, okay. Heißt sie so? Ja, kann sein. Und halt die Teufel trägt Pater. Ja, ja. Und ja, Alice und so. Ja. Stimmt, Alice hat ja auch die Weiße Königin gespielt. Und hier, Le Miserable hatte da auch gespielt. Ja, richtig, genau. So, Geoden-Time, Leute. Jason Statham nackt. Googelt niemals Jason Statham nackt. Was man überlegen könnte, wenn du das nächste Mal hier bist, ist, ob man ins Kino geht, weil wir haben immer noch diesen Gutschein für 5-mal Kino. Welchen Film? Ja, das ist nämlich die Frage. Was läuft denn derzeit im Kino? So nutzen wir die Macht von Google. C1 heißt das hier. Guck nicht mehr. Guck mal, UCI Bochum. UCI Bochum. Star Wars. Haben wir auch noch nicht gesehen, hast du aber schon gesehen. Ja. Was steht in der Tagesansicht? Nee. Bad Boys for Life, ja. Wir können vorher noch mal die ersten beiden Teile auf Netflix gucken. Dr. Doolittle? Oh, nee. Ich nicht. 1917, Little Woman, Countdown, Bang Boom Bang. Wir hatten das auch letztens erst in einem Part. Wir haben schon mal geguckt, was läuft. The Grudge. Der aber auch nicht gut sein soll. Nee, der soll leider nicht gut sein. Und irgend so ein türkischer Film. Scheiße, okay, ich glaube, wir gehen nicht ins Kino. Was? Was sehe ich hier gerade? Kartoffelsalat 3, das Musical? Dafür geben wir unsere Gutscheine nicht aus. Fuck! what? Nein, danke. Ja, also es läuft einfach nichts Gutes gerade, würde ich mal behaupten. Aber Star Wars läuft übrigens auch gar nicht mehr. Was? Hier kommt noch... Star Wars läuft nicht mehr? So, wenn ich das hier richtig sehe, nicht. Ja, also... Der lief doch nicht nur 2 Monate. Gucke gerade durch... Jojo Rabbit läuft. Oh... Aber ich weiß nicht, ob ich Matt übergehen kann, mit ins Kino zu gehen. Ja doch, es läuft Star Wars doch noch. Das war jetzt nur die Anzeige, was heute noch läuft. Ich wollte gerade sagen. Es läuft auch noch Birds of Prey. Oh, nee. Eiskönigin 2. Oh, nein. Ich glaube, Jojo Rabbit wäre das Einzige, was wahrscheinlich
bei uns allen noch irgendwie den auf einen Nenner. Ist sogar für einen Oscar nominiert, ne? Kann er wieder so tun, als ob er Ja. schläft während seiner Nominierung, ist ja schon seine zweite. One Piece läuft auch. Das ist doch was für dich, kann ich Ich sagen. mochte One Piece früher sehr gerne, Okay. bis Nami die Riesenmoppen bekommen hat. Naja, die hat sie in dem Film auch schon. Nee, ich habe früher viel One Piece geguckt, tatsächlich. Es wurde mir nur irgendwann, gab so So viel. Mopsix. Das ist ja aber halt, Kinofilme sind halt nochmal was anderes. Die habe ich Ja, auch alle klar. nicht groß geguckt, die One Piece Kinofilme. So. Was können wir denn noch einmachen? Hier noch ein bisschen Trauben. Jojo Rabbit wäre aber schon eine Überlegung wert. Mal wieder einen richtig lustigen Hitler-Film gucken. Aber ich will den. Läuft der im OV? Steht das da? Ich will den eigentlich nicht auf Deutsch. Habe ich jetzt schon wieder Okay. weggemacht. Könnte gut sein. Müsste jetzt ja auch gucken, ob welchen Wochenende dann, also nächstes Wochenende wäre das ja dann. Scarlett Johansson. Johansson. Ist doch auch nicht unbedingt deine Schauspielerin, oder? Doch, ich finde die okay. Doch. Ja. Ist ja keine Keira Knightley. Oder Natalie Portman? Oder. Was haben die beiden dir getan? Oh, ich hasse Marvel. Ich komme nie zurück zu Marvel. Oh, ich krieg eine Hauptrolle. Ja, auf jeden Fall mache ich Marvel wieder. Marvel hat mir viel Spaß gemacht damals. Hallo, sie wird die weibliche Tor. Ist die Krise. Und Wahrscheinlich dafür. tötet sie noch Chris Hemsworth und isst sein Herz Oh wahrscheinlich. Gott. Und dafür lässt Taika Waititi Akira erstmal liegen. Das kann ja nicht wahr sein. Wahrscheinlich kommt er noch. Und hier ist meine super beste Freundin, Natalie Portman, Keira Katze sitzt dann im Kino. Ich renn dann raus. Werf so eine Brandbombe da rein. Müsste Star Wars Episode 1 ja komplett dein Horror sein, Ja, oder? ist es auch. Ich hasse, 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 hasse sie. Ich finde es super, als er sie am Ende hasst. Das hat dann Spaß gemacht. Der Einzige, der diese Filme rettet, ist Obi-Wan. Was mit Qui-Gon? Ja, aber der war ja leider nur im ersten. Da kommt ja auch angeblich Obi-Wan neues, Origin. ja, Ja, hätte ich Bock drauf. Serie oder Film, keine Ahnung. Solange es. Soll ja auch die Originalbesetzung sein, Ja, dann ist angeblich. gut. Soll ja sogar noch, obwohl Qui-Gon ist, glaube ich, dann nicht dabei, das spielt, glaube ich, dann zu einer anderen Zeit, also nach dem Tod. Mit dem Original, wie hieß er denn? Keine Ahnung, Jaden, nee, Jaden Christensen, oder wie heißt Hayden der? Christensen? Hayden, ja, Echt, genau. der darf da nochmal mitspielen. Ich glaube, der soll auch wieder den Anakin spielen. Habe ich irgendwie Okay. gelesen, aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Braucht auch wieder Geld. Ja, der hat auch eh nix. Wer hat er denn zuletzt gespielt? Weiß ich tatsächlich nicht. Irgendwelche Sachen in Kanada. Also klar macht er das Geld deswegen, aber ich glaube nicht, dass er eine große Wahl hat, also. Ja. Jetzt nicht so wie bei Natalie Portman. Ich glaube, die hat wahrscheinlich schon eigentlich ausgesorgt, vermute ich jetzt einfach mal. Ja. Wann startet denn eigentlich mal Disney Plus hier in Deutschland? Auch, glaube ich, jetzt im Februar oder März, meine ich, war die Ansage. Was wird das denn eigentlich für ein Frühjahr? Wir können doch nicht alles gleichzeitig machen. Ja, sei froh, dass ein paar Sachen verschoben wurden. Ja. Mit Ich finde es ja, ich Cyberpunk. verstehe ja auch nicht, warum sich da alle drüber aufregen, weil lieber verschieben sie es und machen dann ein ordentliches Spiel, statt nach 10 Tagen den ersten Fix rauszuhauen. Ja, wahrscheinlich, weil es trotzdem noch mega verbuggt sein wird, wenn es rauskommt, vermute ich, sagen wir mal. Ja.
Und wenn es jetzt halt, sag ich mal, das eine Spiel ist von den 5, die rauskommen, auf die dass du dich gefreut hast, dann ist natürlich schon Kacke. Was würdest du machen, wenn sie jetzt Animal Crossing verschoben hätten? Nochmal. Nein, niemals. Ja, ich weiß, ich finde es halt heutzutage bemerkenswerter, wenn ein Entwicklerstudio sagt, sie brauchen mehr Zeit, als dass sie es im Teufel komm raus schon raushauen. Ja, es stimmt auch wiederum, aber bei einigen Sachen kommt da trotzdem Kacke bei rum. Ja. Oder es sind halt ganz andere Gründe, warum das Spiel später rauskommt. Also es gibt so und solche Fälle, also keine Ahnung. Wenn ich mir überlege, Kingdom Hearts 3 angeblich halt so lange in Entwicklung war. Und auch noch, wobei, nee, das wurde glaube ich noch nicht mal verschoben, aber kannst mir halt auch nie sagen, nicht sagen, dass das seit 5 oder 10 Jahren in Entwicklung war. Und irgendwie in 2 Jahren hingerotzt wurde. Ja. Ich krieg letzter Zeit so komische Videos auf Facebook. Hier wird mir jetzt gerade vorgeschlagen, 500 LB Beautician shuns haters by opening new plus size salon. Fantastisch. Getting dressed in the 18th 500 century. Pfund? Ja. Alter. Dass die überhaupt noch was machen kann. Und das ist dann Plus Size, genau. Wie ist das Body nochmal? Genau, positive. bei. Ja, genau. Bei Frauen heißt das Plus Size und bei Männern heißt das dann übergewichtig. Ja. Bullshit. It's Krieg halt really langsam wieder amazing. Hunger. Ich habe auch noch nichts Richtiges zu Abend gegessen, aber ich wusste auch einfach nicht, was. Ne, dadurch, dass ich heute den Burger zu Mittag hatte, war ich auch erstmal ordentlich gesättigt. Hab heute Abend dann auch nur noch den Rest von meinem Obst und dem Joghurt gegessen. Aber so spät essen ist da eigentlich auch nicht gesund, ne? Nein. Wobei heute ist eh scheißegal, ich baller mir hier auch nebenbei noch einen Energy rein. Von daher. Bist ja eh hardcore. Ja, aber wenn ich überlege, wie ich damals in der Uni-Zeit abends irgendwie um 12 Uhr mir noch was zu essen gemacht habe. Das war dann mein Abendbrot. Wenn du dir überlegst, dass Eddie nachts, wenn er schlafen geht, noch drei Knoppers auf seinem Nachttisch liegen hat und dann nachts im Halbschlaf einfach ein Knoppers isst. Und sich jetzt wundert, warum Okay. er eine Fettleber hat. Obwohl die Knoppersriegel sind echt geil, die neuen. Die habe ich noch nicht probiert. Es gibt jetzt eine neue Staffel Faul wird fit bald, bevor Gino nach Japan auswandert. Ach, der wandert echt aus? Also er zieht zumindest fest um. Ja. Wer wird diesmal fit? Colin und Nasty. Colin. Ach, der. Ja. Der macht ja auch immer seine komischen Mario-Tests und sowas alles selber, ne? Ich will mehr Mario testen können, ohne schlechtes Gewissen. Süß. Müde. Ja, ein bisschen. Muss ja auch ein Energy reinzwitschern. Nee. Das war eine anstrengende Woche. Aber jetzt hast du auch wieder einen vernünftigen, zuverlässigen Arbeitsplan, nicht so wie jetzt im Januar, wo das immer hieß, ja, Ja. halt dich bereit, Ja. in jedem Moment losgehen. Ja, richtig. Nee, jetzt ist er wieder wie gehabt. Also montags frei. Ja, Montagabends nur Yoga, Mittwochabends nur Yoga, Dienstag, Donnerstag Arbeit und Vorlesung. Freitag entweder Arbeit oder Vorlesung. Es schläft Kalle oben im Kinderzimmer. Ich wollte ja noch die Bombe werfen. Oh, ich habe Level 10 im Mining bekommen. Nice. Scheibe. Ja, komm, Kohle. Mehr Kohlen. Was wir uns mal überlegen könnten, wäre ab nächstem Jahr oder so, ob man nicht auf die Dreamhack gehen möchte in Leipzig. Dreamhack. Was ist denn da?
Ja, so Ist ein das nicht eher bisschen. so ein, ist das nicht eher so ein Turnier? So ein bisschen wie die Gamescom in klein. Das ist eher so eine Turnierveranstaltung, Keine wo Ahnung. du dann, keine Ahnung, die ganzen Neckbeards Smash Bros. Spielen und so. Da waren jetzt viele Leute, die ich mag, und ich wäre eigentlich gerne auch Okay. hingegangen, um sie zu treffen. Fuki, Gnomli, Chinson und so. Ach so. Ach, das war das, Ja. wo die letztens die Bilder gepostet haben. Entschuldigung, ich habe nichts zu sagen. Ja. Dieser Ahne wieder. Fugi hat nämlich gar kein Neckbeard. Eine neue Baby-Echse Was? ist geschlüpft. Eine neue Baby. Wie nennen wir sie? Wir haben unseren ersten Dino. Mir wurde hier einfach Madame, keine Ahnung, gerade Yoshi. Bisa vorgeschlagen. Ja, Yoshi machen wir. Bisa. Bisa. Bisa passt aber auch. Wir machen Yoshi. Yoshi. Zeig mir das Baby. Wo ist das Wow. Baby? Da ist es ja. Da ist es ja. Na, du Kleines, du siehst aus wie so eine Seegurke. Nett. Na, du fettes Vieh, ich bin gerade geschlüpft, oder was? Du bist Kannst aber doch gar nichts, hässlich. hä? Schön. Wir haben eine Echse. Wie lange braucht die, bis sie groß wird? Die ist doch eigentlich jetzt schon ausgewachsen. Die will nicht, es ändert sich äußerlich nicht. Was? Das bleibt doch nicht so winzig. Doch. Gottes Willen. Oder? Warte mal, ich guck mal kurz rum. Ich dachte, wir kriegen einen riesen Motherfucking Dino. Nee, der wird nicht so groß. Wo ist das? Im oberen oder im hinteren? Bei den Hühnchen. Oben. Da. Nee, der bleibt so. Na toll. Ja, wobei du bist froh, dass das Ding so bleibt, weil wenn du in die andere Wüstenhöhle gehst oder die großen Viecher siehst, die du auch umklatschen kannst, die sehen noch hässlicher aus. Ich wollte einen Riesendino haben. Du bist auch wundervoll, kleine Seegurke. Ich habe nichts gesagt. Hättest du ihn ja Gurki nennen können. Gut, er wusste ja noch nicht, wie er aussieht. Yoshi scheint neugierig, aber ein wenig vorsichtig. Sie gewöhnt sich an ihr neues Zuhause. Kannst du es ja noch umbenennen? Nö. Nö. Ich fahr mal jetzt in die Wüste. Fahr mal in die Tschüss. Wüste. Ich spreng mal unser Haus. Nee, ich glaube, du hattest meine Bombe. Ich habe vorher eine Bombe. Ne, ich habe noch eine Bombe im Inventar, stimmt. Die kleine Pavi benutzt übrigens endlich ihre Kokosnuss. Ah. Ich habe sie zwar noch nie da drin schlafen gesehen, weil das würde sie tagsüber nicht tun, aber sie ist öfter mal drin jetzt. Nach wie vielen Monaten? Zu vielen. Halbes Jahr. Nee, länger schon. Gott. Zeit verfliegt. Es ist ja im Sommer, war das irgendwann, oder? Ja, die kleine Minerva ist ja relativ schnell nach unserem Urlaub letztes Jahr leider gestorben. Das war im März. Jo. Das ist echt schon lange her. Wie du mich da damals verarscht hast. Also, bei Minerva. Wie hab ich dich verarscht? Dass du geschrieben hast, wir sind bald zu dritt. Wo ich schon dachte, Alter, was? What? Ein kleiner Hamster. Ich hätte so gern die Chinchilla-Babys alle. Alter. Chicken. Chicken, chicken.
Gesundheit. Es war ein Nix, aber danke. Achso. Ich habe letztens mal mit meinen alten WoW-Gilden-Mitgliedern gequatscht, mal wieder auf dem Discord. Oh. War auch mal schön. Ich spiele jetzt auch schon seit 5 Jahren, 6 Jahren nicht mehr. Und irgendwie war es aber trotzdem also ganz cool, weil es einfach irgendwie genauso wie früher war. Ja, das man ist hat sich super. Eigentlich ein bisschen abgedatet, was man jetzt so gerade macht und so, wo alle gerade stehen. Also haben auch nur irgendwie 2 Stunden oder sowas gequatscht, aber 2 von denen haben sich jetzt auch verlobt und heiraten dieses Jahr. So, so. Haben sich auch bei WoW kennengelernt. Vielleicht kriegen sie ja dann, wie das Pärchen, das ich kenne, auch ein WoW-Poster, das von ihrem Pfarrer gesegnet wurde. Was? Ja. Ein Poster, was vom Pfarrer gesegnet wurde? Ja. Die haben sich auch beim WoW-Spielen kennengelernt und der Pfarrer hat ein Poster besorgt von WoW. Ich glaube, das war noch dieses mit den Pandas, war damals. Okay. Und er hat es ihnen gesegnet und bei der Hochzeit geschenkt. Fand ich vom Pfarrer irgendwie nett. Ja, ich finde dieses Prinzip der Segnung jetzt irgendwie ein bisschen dumm, aber also die Geste an sich... Ja, er hat sich irgendwie Gedanken gemacht, ne? Boah, ich muss das alles heute noch rendern, damit der Part morgen rechtzeitig kommt. Ich vergesse das morgen dann wieder. Ich bin wirklich das einzige Mal, wenn ich an meinem Tower-PC bin, ist wirklich, wenn wir Stardew Valley machen. Das ist aber auch traurig. Ja, zwischendurch. Ich habe keine Zeit, was zu zocken. Wenn ich was lernen muss, bin ich eher am Laptop. Nicht am Rechner? Mm-mm. Also machst du gar nichts? Nö, ich nehme das Laptop ja auch mit dann zu den Vorlesungen und so. Da habe ich alle Unterlagen drauf. Den Prüfungstrainer habe ich da drauf. Apropos lernen, ich überlege derzeit, ob ich noch irgendwie was neben meinem Japanischkurs machen soll. Ja, Chinesisch hattest du doch überlegt, ne? Ja, aber Chinesisch ist das Problem, das war letztes Semester angefangen und das war parallel zu meinem Japanischkurs. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich einfach einen Strickkurs mache. Ich hätte jetzt Töpfern vorgeschlagen. Ja, doch Stricken hattest du letztens schon mal erwähnt, dass du, oder? Ja, wegen für meine Oma wollte ich ja eigentlich was für Weihnachten stricken, aber... Genau. Das war dann stellte sich als komplizierter heraus, als ich dachte. Deswegen halt den Kurs eventuell, das ist halt für Einsteiger. Der geht auch nicht so lang, das sind glaube ich nur 5 Termine oder sowas. Oder ob ich einfach Türkisch lernen soll, weil ich meinen Kollegen ja habe im Büro, der auch Türkisch spricht. Und es wäre einfach mega easy, das dann, sag ich mal, Learning by Doing zu machen dann vielleicht noch. Aber keine Ahnung, ob mich das wirklich nur deswegen interessiert oder ob ich es wie geil ich das finde, letztendlich, sag ich mal so, wie interessant ich das finde. Aber es wäre halt einfach mega cool, weil man dann halt jemanden hätte, mit dem man das dann auch direkt lernen könnte. Mit dem du über die anderen lästern kannst, ohne dass es jemand hört. Aber ich habe auch keine Ahnung, ob er das überhaupt gut finden würde. Also, einige finden das ja auch einfach doof. Also, nö, glaube ich nicht. Problem wäre dann einfach nur, dass es noch halt ja, ein Kurs parallel wäre, aber der halt überhaupt nichts mit meinem Japanisch dann zu tun hat. Der keine Überschneidung hat. Jetzt einen Origami-Kurs machen. Nee. Da haben wir sowieso schon einen im Kurs. Also was? Hey, spricht den ja nicht zuwider, aber ich glaube, es wird auch gar nicht angeboten. Ich würde mega gern mal einen Töpferkurs machen. Das interessiert mich halt auch gar nicht. Ich möchte unbedingt töpfern. Dafür brauchst du auch so viel Sachen. Ja. Und so viel Rumgeschwammsche immer, das ist doch... Also häkeln, das kann man ja so nebenbei machen, das kann man ja auch überall machen. Ja, zwischenzeitlich habe ich auch mal ein bisschen gehäkelt. Ah. Was ist los? Hallo. Mit ihr mich gerade erschreckt. Wir sind auch gleich fertig. Ablöse kommt hier. Sofort raus. Maddie, wir haben überlegt, ob wir nicht nächstes Wochenende in Jojo Rabbit gehen wollen. Maddie ist begeistert. Sonst läuft nix. Ja, warum denn nicht, Mama? Ja, also. Da sind eure Kinogutscheine jetzt auch endlich mal eingelöst. Ja, zumindest 3 von 5. Oh.
Das waren die, die immer irgendwie bei Rewe oder Aldi oder Rewe, sowas. ja. Also mit den anderen beiden wollten wir eigentlich noch in Star Wars gehen, falls wir es jemals schaffen. Wie lange halten die denn noch? Nicht mehr so lange, ich glaube, es ist Ende März. So. Ja gut, dann ist ja wirklich dann dringend. Ach, Kohle brauche ich auch. Ich habe auch noch Gutscheine auch zu Weihnachten noch bekommen, aber halt nur für. Ist auch UCI, fällt mir gerade ein. Shit. Wir Aber die können nicht sind bei deine meinen Gutscheine Eltern. nehmen. Wir müssen das so nehmen. Ja, das Problem ist es sowieso bei meinen Eltern, weil ich halt gedacht habe, in Braunschweig bringt mir das halt gar nichts, weil wir ja kein Ja. UCI haben. Das kann ich halt dann nur beim denen einsetzen und will ich ja auch nicht jedes Mal mit hin und her stellen. Das bringt ja auch nichts. Wiegt ja auch so viel, so ein Gutschein. Ja, so eine dumme Karte ganz in der Tasche rumzuschleppen, ist auch doof. Ja, das stimmt schon. Ich habe letztens erst mein Portemonnaie wieder geleert, weil da wieder einfach zu viel Kacke drin ist. Und ich merke auch gerade eigentlich, dass da noch was raus müsste, weil ich noch meine alte Bahnkarte aus irgendeinem Grund da drin Also wenn habe. du da zu viel Geld drin hast, Arne, ich kann dir Nee, ja Geld ist es nicht. gerne helfen. Apropos Geld. Ich habe letztens wollte ich auch mein Sparschwein mal jetzt endlich leeren. Und das Tolle ist ja bei der Sparkasse, dass du das nur bei der Sparkasse abgeben kannst, bei der du offiziell ja, Ja, also das Problem hat dein Konto Mitty hast. auch immer, Und dann habe ich halt letztes Mal meinen Sparschein mit zu meinen Eltern genommen. Was schon ein bisschen schwer war. Und ich glaube, die Hälfte des Gewichts vom Koffer war nur das Sparschwein. ja. Und das geht ja mittlerweile auch nicht mehr am Schalter oder sonst was, sondern immer nur an so Automaten, so Einzahlungsautomaten. Davon hat unsere Sparkasse da in Wilhelmshaven 2 Stück. Ich also hin am Samstagmorgen mit dem Kleingeld in der Tasche und will das Geld einzahlen, gehe zum ersten Automaten hin, außer Betrieb. Ja. Toll. Denke ich, gut, wenn ich jetzt in den anderen Eingang reingehe, dann ist da noch ein Automat. Oder sollte noch ein anderer Automat sein. Da klappt es dann aber hoffentlich. Kann ja nicht sein, dass beide kaputt sind. Geht er hin. Automat funktioniert auch. Okay, denke ich, super, kann ich das jetzt doch machen? Gibt die Karte ein, will drück auf hier Geld einzahlen. Und dann steht da auf einmal, ja, Geldannahme möglich, aber es gibt leider nur Scheine und ja, also nur Scheine. Das heißt, die Münzeinnahme ist nicht freigeschaltet, ist Na auch defekt. toll. Super. Das ist schon so ein umständlichen Service. Ja, echt. Und dann geht's noch nicht mal. Das ist nicht fein. So, schnell mit dem Bus nach Hause hier. Ja, schnell, Fern schnell. Ist der Nachtbus verabschiedet nach schon. Hause. Dass Pammy überhaupt noch mitfährt. Ist doch eigentlich schon in der Kneipe normalerweise. Das ist ihre Zwillingsschwester. So ein Android ist das. Ist eigentlich so ein vollautomatisch fahrender Bus, die tun nur immer so, als ob der noch ein Mensch steuert. Ist einfach nur die Präventionsmaßnahme, um Pam vom Saufen abzuhalten. Genau. Ich schlaf mit Hasenpfote auf dem Kopf. Ja. Och, da haben wir wieder ein Wochenende geschafft. Ja. Ihr könnt ja Wetten abgeben, in welchen Film wir gegangen sind, ob wir überhaupt in einen Film gegangen sind. Wir werden sehen. Ja, das ist jetzt das Wochenende. Also, wenn ihr das hier seht, waren wir entweder im Kino oder waren wir nicht im Kino. Genau, also schreibt fleißig, was glaubt ihr, was haben wir getan? Schmetterling. Na denn. Schön, habt einen entspannten Sonntag. Bis Bis nächstes denn. Wochenende. Bye bye. Ciao.